Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Unsere heutigen Themen: Das Kammergespräch mit der französischen Botschafterin Decote, die IHK-Wahl 2019 und was der Brexit für Mittelfrankens Unternehmen bedeutet. Zum 157. Mal hat die IHK zum Kammergespräch geladen. Gastrednerin im historischen Rathaussaal in Nürnberg war die französische Botschafterin Anne-Marie Decote. Vor rund 400 Gästen aus Politik und Wirtschaft sprach Anne-Marie Decote über die deutsch-französische Partnerschaft und ihre Bedeutung für Europa. Die deutsch-französische Freundschaft ist in einem sehr guten Zustand. Wir haben vor ein paar Wochen den Aachener Vertrag unterzeichnet und das ist der neue Rahmen, in dem wir jetzt unsere Zusammenarbeit vertiefen wollen. Ob diese Zusammenarbeit auf einem festen Fundament steht, wird sich bei den Europawahlen im Mai zeigen. Die Botschafterin wünscht sich einen klaren Ausgang der Abstimmung. Wir hoffen, dass bei der kommenden Europawahl die proeuropäischen Parteien natürlich die Mehrheit haben werden und dass wir ein Parlament haben werden, das eben für ein erneutes und stärkeres, souveränes, geeinteres Europa mitarbeiten wird. Gewählt wird diesen Herbst auch bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Die Unternehmen bestimmen die Vertreter für die IHK-Vollversammlung und die 13 regionalen IHK-Gremien. Bis Juli können sich Kandidaten bewerben und hier gibt es einige Neuerungen. Die Kandidatur wurde wesentlich vereinfacht. Es läuft alles über die IHK-Webseite ihkwahl2019.de. Dort können alle Formulare für eine Kandidatur heruntergeladen werden und auch digital eingereicht werden. Die IHK würde sich freuen, wenn sich zahlreiche Unternehmen als Kandidaten oder als Wähler beteiligen, um ihre Stimme für die Wirtschaft abzugeben. Wählen darf jedes IHK-Mitglied, egal ob Großkonzern oder Ein-Personen-Betrieb. Jeder hat eine Stimme. Kaum ein außenpolitisches Thema beschäftigt die mittelfränkische Wirtschaft derzeit so sehr wie die Diskussion um den Brexit. Wir haben uns bei Unternehmen umgehört, was der EU-Austritt des Landes für sie bedeutet. Gebannt beobachten die Firmen aus Mittelfranken in diesen Tagen die Entwicklungen in Großbritannien. Vorkehrungen für einen EU-Austritt werden schon getroffen. Um einen möglichen Brexit oder einen wahrscheinlichen Brexit abzufedern, haben wir begonnen, in Absprache mit unseren Kunden Lagerbestände aufzubauen, die wir in dem Umfang sonst nie aufgebaut hätten, weil es natürlich auch eine Kapitalbindung ist. Wir haben uns schon etwas vorbereitet und unsere Kunden gewarnt oder gefragt, wie sie denn damit umgehen wollen, dass vielleicht die Lieferkette nicht ganz passt. Aktuell ist es so, dass wir einen Rückgang von um die 15% haben und erwarten auch, dass da noch mehr kommt. Über 800 Firmen aus Mittelfranken haben Geschäftsverbindungen nach Großbritannien, rund 120 davon mit Niederlassungen und Produktionsstätten. Sie sind vom Brexit direkt betroffen. Unsere Firmen brauchen Klarheit und Planungssicherheit und die ist momentan noch nicht gegeben. Wir helfen den Firmen insofern, als dass wir eine Orientierungshilfe anbieten, nämlich eine sogenannte Brexit-Checkliste. Hier sind alle Themen aufgelistet, die das Unternehmen betreffen könnten. Künstliche Intelligenz tritt immer stärker in unseren Alltag. Aber wie lernen die Maschinen eigentlich dazu und wie kann die Wirtschaft das für sich nutzen? Darum geht es im WIM-Special Digitale Wirtschaft. Und jetzt weitere Kurzmeldungen. Seit kurzem ist das Weiterbildungsangebot der IHK-Akademie Mittelfranken auf einer eigenen Webseite zu finden. Die IHK-Akademie bietet Praxisstudiengänge, Lehrgänge und Seminare zur beruflichen Weiterbildung an. Diese lassen sich jetzt noch einfacher recherchieren. Spannungsfeld Unternehmertum. Zu diesem Motto haben sich Schüler der Wilhelm-Löhe-Schule bei einer Projektwoche Gedanken gemacht. Dabei ging es vor allem um Wirtschaft, Ethik und die soziale Verantwortung des Unternehmers. Die Zahl des Monats ist die 1200. So viele Mitarbeiter nutzen bereits das von der IHK initiierte Firmenabo ab 5. Dieses verbilligte Jahresticket des VGN gibt es seit 2017 speziell für Mitarbeiter kleiner Unternehmen. Soweit Wirtschaft aktuell für dieses Mal. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie wieder im April. Bis dahin, Servus und Ade.